Oh, 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 das hast du dir toll ausgedacht. Oh, stell doch mal das Eis da runter. Eis, ich brauch Eis, Digga. Eis. Hey, hey, Lars. Ja? Was machen wir heute Abend? Na, dasselbe, was wir jeden Abend machen, Todde. YouTube erobern. Ja! Yeah! Naja, auf jeden Fall finde ich, dass Labormäuse nicht wirklich besser schmecken als normale Mäuse. Das wohl war, ja. Moin Moin und herzlich willkommen zum Zoggerpansen. Ich bin der Lars und ich bin hier wieder mit dem Todde. Moinsen, Leute. Wie ihr seht, spielen wir wieder ein bisschen Tiny Brains. Genau, haben wir lange nicht mehr gemacht. Mal sehen, ob wir wieder reinkommen. Ja, wie machst du das? Ich will da rüber, da glitzert es. Das glitzert da. Ah, Käse. Nein! Oh, das ging ja fix. Was ist das fängt ja gut an. Was ist das für eine grüne Kugel? radioaktiver Ball. Ja, guck, genau das. Okay. So sollte es doch... Ah ja. Go. Ding. Au. Du kannst da raufhüpfen? Wow. Ja. Junge. Also, wir spielen diese Labormäuse und die haben Fähigkeiten. Wir wissen noch überhaupt nicht mehr welche. Also der kann ransaugen. Der kann wegstoßen. Mhm. So. Was? Oh, oh, dann gab es noch hier so ein Teleport-Heini. So. Achso, ich muss. Also, wir müssen diese Kugel wahrscheinlich nach oben befördern, ohne die jetzt ins Abseits zu dingeln. Stopp, nicht so dolle da. Was denn? Lieber Gesangsverein. Oh. Ach, das kann doch keiner ahnen, dass es da runter geht. Alter! Ernsthaft? Ich lerne nicht so schnell wie. Mongo Klaus! Labormäuse, mach mal da so eine Eiswand. So. Jetzt machst du eine Eiswand jetzt hier gegenüberliegend. Genau, da machst du jetzt. Da machst du jetzt. Nein, du musst dich schon beeilen. Okay, okay, okay. Jetzt. Genau, Tiny Tag. Brains, ne? Labormäuse, verschiedene Fähigkeiten. Nein. Oh, stopp! Oh Gott! Und, man kann Charaktere wechseln. Ja, genau. So. Fantastisch. Genau, also einer kann ranziehen, einer kann wegschieben, einer kann eine Eiswand bauen und der andere kann Plätze tauschen mit Gegenständen. Richtig, genau. Ja, das hast du ganz fantastisch gemacht. Und du auch. Also wirklich gute Zusammenarbeit mit dir wieder. Jetzt bin ich wieder schuld, weil du volle Möhre das Ding ins Abseits beförderst. Also, wer auch immer gedacht hat, Todde und Lars und ein Denkspiel, gute Idee. Nee, keine gute Idee. Nee. Ey. Das liegt aber vor allen Dingen daran, weil ich mit dem Lars zusammenspiele. Ja, ja, immer bin ich schuld. So, seh zu, dass du da mal eine Eiswand baust. Boah, Junge. Du musst das doch vorhersehen, wo ich das Ding hinschieß. Ich muss vorhersehen, wo du das... Weißt du was? Gib mir mal den Charakter da. Okay, das ist ja nicht mit anzukommen. Also, ich habe mich hier mental darauf eingestellt, hier ein Puzzle-Spiel zu spielen und nicht so ein Geschicklichkeitsgegömmel. Also, Sicherungspunkt. Das ist schon mal mehr, als ich mir jemals zu träumen erhofft habe. Was hast du dir denn so erträumt? Dass wir dieses Level irgendwann mal schaffen und dabei einigermaßen unterhaltsam sind. Ah! So, wo müssen wir denn jetzt hin? Das, hier rechts rüber? Ja. Ach, die Grüne. Oh, 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 das hast du dir toll ausgedacht. Oh, stell doch mal das Eis da runter! Eis! Ich brauch Eis, Digga! Eis! Eis! Mach doch mal Eis! Oh! Oh. Jeez. Ich war hilflos. Ja. Wie immer. Aber immerhin hast du es ja in letzter Sekunde gebacken. Hier oben. So, Eis. Hier müssen wir hin. Hier, hüpf da drauf. Ja, hier, genau. Hier. Ich muss da. Oh. Du musst da runter, genau. Du musst da jetzt runter. Ich muss da rüber. Oh, da ist das schon das Ziel. Schon allein. Das kriegen wir hin. Oh, sind wir nicht schlaue Labormäuse. Fantastisch, ja, großartig. Narf. Talk. Nee, das ist zu. Richtig. Ja, komm, hier. Ich will hier raus. Er füttert uns also manchmal. Das ist aber sehr nett. Wieso können wir da mit laufen? Oh. Ein roter Knopf, Todde. Geht dir dasselbe durch den Kopf, was mir durch den Kopf geht? Ich weiß nicht, Lars. Aber sind Kakteen nicht furchtbar pieksig? Lass uns erstmal auf den Knopf springen und danach werden wir uns darüber beraten. Okay. Ich geh zuerst. Oh. Ich geh nicht. Draufspringen. Oder in den Abgrund schießen. Das war aber ganz schön gemein gerade. Machst du mir jetzt Vorwürfe, dass ich dein Leben gerettet habe? Nein, nicht wirklich. Ah, hast du dir gedacht? Oh, guck mal, noch ein roter Knopf.
Da ist ein großer roter Button. Mit einem roten Pfeil und wir müssen wahrscheinlich irgendwas mit dem... Guck, lass uns mal hier unten gucken, ob es hier irgendwas zu werfen. Vielleicht, wenn einer springt. Vielleicht musst du da rein. Geh mal rein. Geh mal runter. Ja, geh jetzt auf den anderen. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Spring da mal drauf. Nee, ich brauch doch jetzt den Schießi. Ja, was willst du denn schießen? Ah, Eis. Wir müssen Eis drauf schießen. Verstehst du? Oder ich spring da einfach rein. Das ist eine Idee. Ich mach mal hier so einen Eisklumpen hin. Du machst da so einen Eisklumpen. Go! Und ich. Ja, Ja, ich muss ja erstmal wieder. Der hier? Ja, der war das. Mach mal einen Eisklumpen. So, das Ding ist ja. So. Man muss ja dann irgendwie, genau. Also, wie geht das? Irgendwie so. Ich mach mal den Eisklumpen hier hin. Ja. Du musst. Das mach ich. Ja, klar, du blockierst den wieder. Nee, ist doch alles richtig. So, jetzt, go. Schieß. Boing. Jawoll. Ach, guck mal. Ja, guck mal, wir sind doch gar nicht so blöd. Nur drei Anläufe. On, ja, Mensch. So, komm, jetzt hier gar nicht lange aufhalten. Das war jetzt die Aufwärmphase. Jetzt sind wir wieder total warm. Und die Gehirne sind auch warm, auch wenn es kleine Gehirne sind. Sort. Ah, der muss... Ich will das. Achso, du willst das. Gut, dann mach halt. Hey, ich will das da rüber schießen. Hey, you're not helping. Piff. Ja. Yeah. Du auch nicht? Ich glaube, ich habe das nicht so ganz durchdacht. Hm. Gut. Now what? Ach so, ich muss das. Ich muss den ja gar nicht. Scheiße, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Es muss ja in das Ding da drüben, ich genau. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es dahin muss, aber gucken wir mal. Doch, da ist doch geh die auf den ollen Schalter rauf. Das Eckige geh muss ins auf Eckige. Den ollen. Nein, lila, genau. Nein, es muss da nämlich nicht rein. Das Ding muss hinten auf den Schalter, dann wird da oben nämlich der Energieklotz freigegeben. Ah, das und der Energieklotz muss ins Eckige. Indem wir. Nein, das muss hoch. Erstmal kommt hier, genau, die Box, dann hüpfst du bitte auf den großen Schalter. Hüpf auf den Schalter, hüpf auf den Schalter. Sehr gut. Und jetzt. So. Oh, wow, mit Bande, Digga. So, aber was hat das jetzt nice. Genau? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Was hat das genau gemacht? Können wir das jetzt... Das hat da oben da die, das Plexiglas gut, da runtergeeiert. Dann versuch mal, den, dich zu tauschen mit dem Ding. Geht das? Nee, nicht so wirklich. Das hat das Plexiglas runtergemacht, hat dann aber auch blockiert den Anschluss. Stimmt. Also wir müssen ihn da irgendwie erstmal rüberkriegen, den Quatsch. Vielleicht, genau, vielleicht mit dem Eis. Warte mal. Ah, nee. Genau, Moment, ich schieß dich rüber. Du hüpfst da jetzt rauf, ich schieß dich rüber. Ich schieß dich jetzt erstmal auf die andere Seite. Mach mal wieder Eis. So, da. Da hüpf rauf. Und ich schieß dich jetzt rüber. So, und dann machen wir da irgendwas draus. Hol mal den Block da wieder runter. Kannst du dann da irgendwas erreichen? Nee. Was passiert, wenn du da jetzt rauf gehst? Also von da drüben würde es halt gehen. Also wenn man von da aus es schafft. Ja, dann schieß mir doch mal das B wieder rüber. Dann stelle ich das nämlich hier unten hin. Und dann geht das Ding ja wieder zu. Man kann ja, wieder nicht du, tauschen. Du bleibst doch auf dem Grünen stehen. Dann geht es ja nicht wieder zu. Schieß es mir rüber. Naja. Ich sollte es in Empfang nehmen, das wäre dann schlau. Aber so geht's auch. Gut. Also das Ding da raufschieben. Genau. Dann da rauf. Du brauchst den blauen, um da hochzukommen. Für sowas habe ich normalerweise Personal. Du. Findest du lustig, ne? Ja. Gut. Also, ich brauche das dann zweimal wechseln. Okay. Zack. Zack. Nice. So. Sehr haben wir nice. Das geschafft. Gut, dass du da jetzt drin eingesperrt bist. Und, das wird schon. Kommst du da irgendwie rüber? Ja. Auf die brachiale Tode.
So, jetzt bloß nicht verkacken. Nee, bitte nicht. Piff! Ha! Da bist du ja sogar wieder frei. Das war einfach, nice. Todde. Das war... Ja, ja, Lars. Das war einfach. So, verlassenes Labor. Was wird uns als nächstes erwarten? Gemeine, tödliche Fallen. Es gibt keine Herausforderungen, die unsere überlegenen Gehirne nicht lösen können. Meinst du? Ziemlich sicher. Boom. Okay. Okay, das führt da hoch. Da kommt eine Batterie rein. Die müssen wir da rausbekommen. Da oben ist auch ein Button. Ich will da rüber. Gehen wir da runter, genau. Und rechtzeitig wieder rauf gleich. Ja. Go. Oh, ja, so nicht. Nein. Scheiße. Also, go. Oh, Alter, das war knapp. Ah, geschickt, geschickt. Was? Auch sehr geschickt. Sah gut aus. Das war verbuggt. Das war nicht verbuggt, das gehört so. What the fuck? Und. So, okay, jetzt ist irgendwie klar. Nicht komplett. Zack, jetzt hüpf rauf und gucken wir mal, was passiert. Ah, oh, so, ja, ja. So, aber wie kriegen wir denn jetzt? Also, ich glaube, du musst da auf die andere Seite. Danke. Du musst da wahrscheinlich das Eis irgendwie ranballern. Ah ja, so. Gut, das kriegen wir hin. Warte, ich wechsle mal rüber. Ja, genau. Donk, zock. Schieß mal. Aha, guck. Oh. Ha, ha, ha. Ja, und du? Welcher Button muss gedrückt werden, damit hier das Plexiglas runtergeht? Der auf der gegenüberliegenden Seite oben an der Wand. Gut. Tu das mal und ich schieß das Ding dann rüber. Das Problem ist, ich glaube, ich komme da gar nicht an. Aber ich schieße mal. Achso, ich muss du dann hast den wechseln, Diener. Genau. Oh, nice. Nein. Oh. Okay, das war grundsätzlich gut. Ja, die Richtung stimmte. Der falsche Dude. Was brauchst du denn, Lila oder ja, was? Ja, den musst du danach auf Ah, okay, freigeben. Da muss ich wegwechseln. Okay, das kriegen wir aber hin. Blau. Lila und wechseln. Go. Schieß. Schieß. Geht nicht. Schieß doch. Oh, zu spät. Ah. Ich muss ihn näher an ranschieben. Oh, doch, geht. Ist da. Jetzt muss. Ja, guck. Wie ist denn das jetzt passiert? Ist doch egal, nicht hinterfragen. Okay, wir hinterfragen das nicht. Gut, jetzt muss ich dich da irgendwie rauskriegen. Du hast schieb doch einfach die Batterie da rein. Achso, okay. Boing. Und jetzt bitte den anderen. Danke. Und so. Hui, so, jetzt gucken wir mal. Das nicht Gelb ist tauschen, ne? Ja. Boing. Okay. So. Das hat uns ja jetzt richtig geholfen. Wo ist denn da? Doch, natürlich hat es geholfen. Congratulations. Yes! Nice! Das war ja wieder einfach, Todde. Hello! Can you hear me? No. Stop this madness and return to me. Madness! Madness! Das ist mein Sofa. Whee! Verdammt. Mein Plan wäre fast aufgegangen. Au! Warum tust du das? Keine Ahnung. Ich hab irgendwie Bock drauf gehabt. Wow. Das hättest du gern. Ein bisschen schon. Okay, nächstes. Oh. Ah! Hab ich mich erschrocken. Böser Wissenschaftler. Was soll denn das? Ich will hier rechts sein. Ich bin schön raus. Dunkel. Willst du wieder Käse-Ecken suchen, gibt's doch zu. Ja. Oh, da ist so ein Dude. Der hilft uns ja eigentlich, ne? Das ist ja freundlich gesonnen. Haben wir nicht beim letzten Mal auf die eingeschlagen? Nein, es gibt den einen, das eine Lila-Küken da, das uns hilft. Und der Rest ist halt feindlich gesonnen. Warte. Okay, das wird jetzt. Ich mach. Nein! Oh, warum? Also, läuft doch alles nach Plan. Ach so, machst du das? Das ist ja eigentlich gar nicht so dumm, ne? Nicht wahr? Ich fand das auch ganz gut. Das nicht so ganz durchdacht. Gibst du den mal frei, den Kollegen? Nein. Das ist mein Kollege. Aber ich könnte ja jetzt eigentlich das ganz einfach lösen, indem ich. Genau. Die Geschichte der abandoned lab are dangerous. There was no food when they escaped. Oh. His food substitute. They started eating all the explosives. Aha, also explodierende Hühner. Gefällt mir sehr gut, der Plan.
grundsätzlich ein Riesenfan von. Ich bin irgendwo, ja. Explodierendes Geflügel, immer ein Bonuspunkt auf meiner Liste. Ja, das, ich weiß nicht, ob das so gut finde. Oh, oh nein, das ist... Oh, Bossfight. Wow. Wow. Mach Eis, mach Eis, mach Eis. Ja, Mensch, so einfach ist das nicht. Okay, wir sprengen hier die Landschaft frei. Oh shit. Nein. Nein. Mach's doch mal weg. Puh. Geht doch. Also Bossfights okay. In einem Puzzle, ne? Großartige Idee. Das ist schon echt richtig krank. Oh, explodieren Riesenhühnchen. Ja, die haben sich gegenseitig gegessen, also Kannibalismus. Das sieht ja mal kranker hier. Geht dir dasselbe durch den Kopf, was durch meinen Kopf geht, Todde? Ich glaub schon, Lars, aber was machen wir mit dem ganzen Nutella-Brot? Erst einmal kümmern wir uns um dieses Hühnchen und danach beraten wir uns, was das Nutella-Brot angeht. Zack. Was machen wir hier? Guck mal hier, kann man Flammen anmachen. Sollten wir auch. Wir müssen helfen hier, wir müssen das Dings retten. Wir müssen auf die beiden Buttons gleichzeitig, wenn die Hühnchen auf den Flamern sind. Okay, go. Go! Sehr gut, nice. Sehr gut. Oh, da kommt ein Giganto-Hühnchen. Noch 6 Wellen. Oh, okay, oh Gott. Komm hier auf das. Oh. Mich hat's erwischt. Oh nein, das ist. Läuft hier alles gar nicht gut. Och, wir haben noch 6 Wellen. Das ist total. Komm, also ich ziehe sie hier auf die Flammen und dann gehen wir beide auf die Buttons. Was hältst du davon? Okay. Au. Buttons! Was verstehst du nicht an Buttons? Ich war auf dem Button. Du warst nicht los, auf dem Button. Los, Button! So. Puh. Wow. Button. Okay. Eieiei. Oh Gott. Was erwartet dieses Spiel eigentlich von uns? Ja, echt mal. Hä? Hat das nicht geklappt? What? Geht weg! Buttons! Ugh. Geh weg! So. Oh. Immer der falsche Typ. Immer. Warum klaust du mir immer den Typen? Weil ich dir nicht zutraue, das vernünftig zu handeln. Ach, ich bin grün. Richtig. Ach man, das hätte doch fast geklappt. Gib doch mal den. Hier. Den Hansel frei. Ja, dann mach doch mal. Stella! So, jetzt hier und jetzt auf den Button gleich. Button bitte. Button. So. Ich hab den Button gedrückt. Super. Oh Gott. Oh, das arme Hühnchen kriegt richtig aufs Gesicht. Alter, wie soll man das schaffen? Das ist doch völlig einfach. Wir stellen uns so dumm an. Button. Button. Drücke den Button. Tauschen. Zack und Button. Ich drücke den Button. Oh, das arme Hühnchen. Das arme Hühnchen. Zu mir sagt niemand armer Lars. Go. Jetzt. Oh, puh. Guck mal. Das war doch... Nein! Nach Hühnchen! All dieser Arbeit! Das finde ich nicht nett. Das finde ich überhaupt nicht nett. Ich spüre fast ein bisschen Emotion in meinem Herzen. War es wirklich? Nein. Oder ist das nur der Herz Kasper? Das sind die YouTube-Übernahmepläne, die in mir brodeln, Todde. Lass uns eine Nummer wählen und schauen, was passiert. Oh, ein Käseck. Käse! Super. Mein Käse. So. Ah, warte mal hier. Lass uns Emergency anrufen. Speed Dial ist 911, what's your emergency? Hold the line, we're tracing your call. Yeah, address 001 Secret Base Street. Nice. Yes. Lass uns Santa anrufen. Jawohl. Ruf Santa an. Nee, das müssen wir gemeinsam machen.
Oh, stimmt. 4. Warte mal. G-String Theory? Okay. Ist mir ein bisschen teuer. Ja, ich weiß auch nicht. Das kann ich mir gerade nicht leisten. Also. Santa, hilf uns. 4. Oh Mist. Ja, okay, Raute 5. Raute. Nein! Alter! Wie unpräzise kann man hüpfen? Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Nochmal, go. Kannst du nix. Oh. Sagte es. Raute. Achso, ich muss wieder runter. Warte. Ah, das wird nicht nur mit Santa. Komm, weiter. Ja, hast du gedacht, ist aber nicht. Das muss doch irgendwie gehen. Niemand liebt dich, niemand gibt dir Geschenke. Komm. Ich will Geschenke. Ah, Todde, geht dir dasselbe durch den Kopf, was mir durch den Kopf geht? Ja, Lars, aber können Wale wirklich fliegen? Damit beschäftigen wir uns vielleicht in der nächsten Folge. An dieser Stelle sollten wir erstmal Schluss machen. Meinst du, Lars? Okay. Ich denke, das ist eine gute Idee. Gut. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt uns Bescheid, dann schreibt uns doch einen Kommi, lasst uns ein Like da oder auch ein Dislike, wie auch immer. Uns wird's freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ja, abonnieren könnt ihr uns natürlich auch, das wäre total super. Ansonsten würde ich sagen, erstmal bis dahin, reingehauen, ihr Pansen. Macht's gut.